Schöne Weihnachtsgrüße hier aus dem Europaparlament in Straßburg. Wir haben gerade einen Chor gehört, der leider nun zu Ende gesungen hat, aus Osteuropa, die Weihnachtslieder gesungen haben. Das ist die Zeit zum Innehalten, Musik zu machen, mit Freunden und Familie zusammenzukommen. Und ich hoffe, dass ihr, dass Sie das auch machen können. Dieses Jahr war ein sehr volles Jahr. Wir haben viele Wahlen in Europa gehabt, die erneut Populisten und rechtsextreme Parteien nach vorne gebracht haben. Wir bieten hier die Stirn vom Europaparlament. Wir kämpfen für ein sozialeres Europa, für ein offenes Europa und gleichzeitig für mehr Sicherheits- und Verteidigungsaktivitäten, die die Länder gemeinsam angehen müssen, um diesen Kontinent klar zu positionieren. Und zwar im Sinne, dass wir Friedensnobelpreisträger sind. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Innehalten auch für euch, für Sie zu Hause nach diesem sehr vollen Jahr und lade ein, dieses Europa mitzugestalten. Wir hatten einen sehr intensiven und guten Parteitag der SPD im Dezember in Berlin, wo wir klargemacht haben, dass wir die Europapartei sind. Und schenken Sie sich doch ein Weihnachtsgeschenk, werden Sie Mitglied der SPD. Warum denn nicht? Bringen Sie sich mit ein für dieses Europa durch eine Mitgliedschaft bei uns in der Partei oder bringen Sie sich mit ein bei den beispielsweise jungen europäischen Föderalisten oder bei der Europa-Union. Initiativen, die überparteilich zu Europa arbeiten, wo man Flagge zeigen kann. Das als Angebote zusätzlich hier aus dem Europaparlament in Straßburg. Ich freue mich sehr auf die Gespräche, auf die Begegnung im nächsten Jahr. Kommen Sie gut hinein nach 2018 und bis dahin alles Gute. Tschüss.